herzlich willkommen. Und zwar heute zeige ich euch, wie wir TeamSpeak auf den Tablet installieren, beziehungsweise es nutzen. Wie wir alle wissen, es gibt TeamSpeak im App Store. Wir gucken mal, beziehungsweise ob es überhaupt TeamSpeak gibt. 17.000 Ereignisse. Nein, es gibt kein TeamSpeak. Es gibt nur TeamSpeak Remote. Das heißt, wir müssen uns es runterladen. Dazu gehen wir in unserem Internetbrowser auf google.de. Schreiben da TeamSpeak rein. Nicht TeamViva. TeamSpeak, so. Gehen dann auf TeamSpeak Downloads. Klicken, also scrollen ein Stück runter und steht da Android. Dann klicken wir auf Download. Und dann kommen wir jetzt zu den AGBs, die akzeptieren wir und klicken auf Submit. So, nachdem wir das getan haben, wir wollen keine Benachrichtigung. So, und dann kommen wir hier, wenn wir hier draufklicken, jetzt ins Forum. Und hier steht ja auch schon, was wir brauchen. Mindestens Android 2.3 und eine 800 MHz CPU. Und dann klicken wir hier auf Download the Application. Dann lädt das hier runter. Ich habe das schon mal runtergeladen. Ja. Download. Ja. Oder auch nicht. Doch, hier haben wir es. So, installieren wir das. So, es dauert ein klein wenig. So, dann öffnen wir das mal. Das ist der Startbildschirm. Dann haben wir unten neuen Favoriten. Darauf kommen wir gleich. Und hier können wir auf Update-Zeit prüfen. So, hier links sehen wir das Aktualisierungssymbol. Hier oben den Kreis. In der Mitte sehen wir einen Schraubenschlüssel bzw. Schraubendreher. Dann darauf klicken. Haben wir die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Ich mache jetzt zum Beispiel Push to Talk mal an. Was bräuchte ich noch? Eigentlich nichts mehr. Dann klicke ich hier oben rechts, haben wir dann noch Kontakt, Identität und so. Dann klicke ich mal wieder auf die drei Fahnen. Und dann können wir uns hier einen Server eintragen. So. Label nenne ich mal Test. Adresse ist 100. Das ist jetzt mein Testserver, damit ich euch das mal zeigen kann. So. Müssen wir mal kurz gucken, was für eine IP ich habe. So. Serverpasswort gibt es keins. Hier unten kommt die Tastatur. Ja, wenn man zu schnell ist, passiert das. Test 192. 29. Nein. Ich heiße Dino. Geben wir noch einen Pfeil und dann haben wir noch die Möglichkeit, Channel einzustellen, Identität und Channel-Passwort. Ich klicke jetzt auf Speichern und dann haben wir hier Test. Connected. So wie ihr seht, ich bin drin in meinem TeamSpeak-Server. Ja. Das war's. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und viel